scheine doch etwas länger zu sein als Sie. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute mit einem SPD-Antrag. Und Frau Nahles, aufgrund der Umstände, in denen Sie sich befinden, und weil ich ja auch wünsche, weil das was Tolles ist, dass Sie neues Leben auf die Erde bringen, will ich mich in meiner Kritik etwas zurückhalten. Aber dass Sie mit keinem Wort darauf eingegangen sind, dass SPD und Grüne so stolz waren, den Arbeitsmarkt 2003 mit der Agenda 2010 zu flexibilisieren und den ganzen Mist angerichtet haben, das, finde ich, geht dann doch daneben. Wenigstens mit einem Satz hätten Sie es erwähnen sollen. Denn das bedeutete damals umfangreich Leiharbeit, befristete Beschäftigung, Teilzeitarbeit, Aufstocker und so weiter. All das führte übrigens zu einer dramatischen Lohnsenkung in Deutschland. Deutschland ist Weltmeister bei der Lohnsenkung. Von den USA bis Norwegen gab es in den letzten 10 Jahren inflationsbereinigt Lohnsteigerungen von 2,2 bis 25,1%. In Deutschland hatten wir in den letzten 10 Jahren eine Lohnsenkung von 4,5%. Das ist die Wahrheit, und das gilt auch für Ihre gesamte Regierungszeit und natürlich auch für Ihre Regierungszeit. Deshalb kann sich hier keine Fraktion außer unserer herausnehmen. Und diese Zahlenfeststellung kommt nicht von uns, sondern die kommt von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, die bei der UNO organisiert ist. Zusätzlich haben SPD und Grüne das Rentenniveau gesenkt, indem sie wieder eingeführt haben die Kohlsche Rentenformel. Dadurch ist ja das Rentenniveau deutlich herabgesunken. Dann ist die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld gekürzt worden. Und dann haben sie die Sozialleistungen reduziert über die Einführung von Hartz IV. Deshalb haben wir immer gesagt, Hartz IV muss weg, weil das ist kein Weg, unsere Probleme zu lösen. Das Ergebnis war, dass deutsche Produkte immer billiger wurden. Und weil deutsche Produkte immer billiger wurden, haben wir immer mehr einen Exportüberschuss erzeugt und haben immer mehr in Länder wie Frankreich, Portugal, Spanien etc. exportiert. Diese Länder konnten immer weniger zu uns exportieren, und dadurch ist ein makroökonomisches Ungleichgewicht entstanden, mit dem wir uns heute herumzuschlagen haben. Denn den Binnenmarkt... Ich wusste, dass Sie denken, das hat mit dem Thema nichts zu tun. Ich werde es, wenn Sie mich einladen, Ihnen mal erklären, warum das eine Menge mit dem Thema zu tun hat. Aber jetzt habe ich leider nicht die Zeit dafür. Also nur so viel, dass der Binnenmarkt in Deutschland erheblich geschwächt worden ist über die Lohnsenkung, die Rentensenkung, die Senkung der Sozialleistungen. Das ist doch völlig klar. Das ist das Ergebnis. Und deshalb sage ich Ihnen, jetzt verlangen Sie von Griechenland, von Spanien, von Portugal, auch von Frankreich, und die gehen ja auch den Weg, drastische Lohnsenkung und Sozialkürzung. Wenn Sie das aber verlangen, liebe Union und liebe FDP, und dafür setzt sich ja Frau Merkel und die ganze Bundesregierung ein, dann nehmen Sie dort natürlich die Möglichkeiten, dass wir weiter so exportieren können wie bisher. Dann geht unser Export zurück. Und dann gibt es nur eine einzige Ausgleichsmöglichkeit. Wir müssen den Binnenmarkt stärken. Und deshalb sage ich Ihnen, 2011 muss das Jahr von massiven Lohn- und Rentensteigerungen, von Erhöhungen der Sozialleistungen werden. Wer das verhindert, arbeitet nicht für, sondern gegen Europa. Er arbeitet gegen den Euro. Er ist nicht nur unsozial, sondern schwächt unsere eigene Wirtschaft, und zwar beachtlich. Die Linke kämpft jetzt in Europa, während Sie Europa gefährden. Das ist die Wahrheit, mit der wir es heute zu tun haben. Nun wurde schon auf einen Umstand hingewiesen, gerade dank der Linken in der Landesregierung von Berlin hat es ja die Klage gegeben, die jetzt bis zum Bundesarbeitsgericht geführt hat und wo entschieden worden ist, dass die christlichen Gewerkschaften, die ja nichts anderes sind als Krücken der Arbeitgeber, keine Tarifverträge abschließen dürfen. Hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt. Wenn Sie es mir nicht glauben, lesen Sie sich das Urteil durch. So. Und im Ergebnis sind alle diese Tarifverträge nichtig. Und nun muss es natürlich beachtliche Nachzahlungen geben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die Sozialkassen. Und nun bin ich ja gespannt, ob Union und FDP diese Nachzahlungsforderungen unterstützen oder nicht. Ich erwarte auf eine Äußerung von Ihnen. Kommen wir aber zurück zur Leiharbeit. Die ist 1972 erfunden worden unter Willy Brandt. Aber damals mit klaren Regelungen und als eindeutige Ausnahme. Und dann war es eben leider so, dass mit der Deregulierung des Arbeitsmarktes durch Rot-Grün 2003 Folgendes passiert ist. Erklärt wurde, man wolle die Leiharbeit aus der Schmuddelecke herausholen
und hat sie sowas von schmutzig gemacht, dass sie heute an Sklaverei erinnert, kann ich nur sagen. Erstens haben sie geregelt die Entfristung der Leiharbeit. Das heißt, Unternehmen können Leiharbeitskräfte dauerhaft einsetzen. Das war die erste ganz erhebliche Benachteiligung. Zweitens haben SPD und Grüne die Aufhebung des sogenannten Synchronisationsverbotes beschlossen. Das hieß, dass Leiharbeitsfirmen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter vorher nur dann beschäftigen durften, wenn sie für sie einen Job haben. Es gilt für Leiharbeits, gibt für Leiharbeitsfirmen keine Pflicht, die Leute dauerhaft zu beschäftigen. Also mit anderen Worten, eine Leiharbeitsfirma kann eine Leiharbeiterin einstellen und sagen, immer wenn ich für dich einen Job habe, bist du beschäftigt. Und wenn nicht, bist du arbeitslos und kriegst von mir gar nichts. Das war vorher verboten. Sie haben dieses Verbot aufgehört und seitdem haben wir es damit zu tun. Das dritte war die Öffnungsklausel. Sie haben geregelt, Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter müssen nicht nach den von ihnen geleisteten Tätigkeit bezahlt werden, sondern nach irgendeinem Tarif der Leiharbeitsfirmen. Aber viele Leiharbeitsfirmen haben nicht mal einen Tarif. Und das führt dazu, was Frau Nahles ja zu Recht kritisiert hat, dass Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter oft für die gleiche Tätigkeit nur 50-70% des Lohnes bekommen, den ein anderer im Unternehmen für die gleiche Arbeit erhält. Das ist doch ein einzigartiger Skandal. Jeder achte Beschäftigte, muss das mal sagen, jeder achte Beschäftigte in Leiharbeit ist Aufstockerin oder Aufstocker. Der muss zum Sozialamt rennen. Und das finden Sie alles gut. Und das ist damals eingeführt worden. Und das hätte man auch mal selbstkritisch sagen müssen, seitens SPD und Grünen, finde ich. Und dann haben Sie viertens keine Drehtürregelung gemacht. Das führte ja dazu, dass Schlecker Folgendes machte. Schlecker entlässt seine Beschäftigten und stellt die dann gleich wieder als Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter ein. Nun sagen auch Union und FDP, das ginge ihnen zu weit. Das haben Sie ja auch gesagt. Aber dass es keine Drehtürregelung gibt, dass Schlecker entlassen kann und als Leiharbeiterin Leiharbeiter einstellen. Aber, ja, was machen Sie? Ich habe mir Ihren Gesetzentwurf angesehen. Sie schlagen vor, das für 6 Monate zu verbieten. Mit anderen Worten, Sie sagen, Schlecker, du darfst sie erst nach 7 Monaten wieder einstellen. Und das ist keine Lösung des Problems. Sie haben gesagt, dauerhaft, dann regeln Sie das, dann streichen Sie die 6-Monats-Frist und verbieten das dauerhaft. Sonst ist es kein wirklicher Fortschritt. Aber die Situation wird immer dramatischer. Im dritten Quartal 2010 entstanden nur 50.000 neue reguläre Arbeitsplätze, aber 150.000 Leiharbeitsplätze. Da sehen Sie, was die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes angerichtet hat. Eine soziale Katastrophe. Wir nähern uns jetzt bei Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern der Millionengrenze. Nun hat der DGB einen neuen Tarifvertrag gemacht mit der Leiharbeitsbranche. Also mit denen, die da mitmachen, viele machen ja nicht mit, aber mit denen haben sie einen neuen Tarifvertrag gemacht und haben gesagt, ja, es gibt einen Mindesttarif West von 7,79 Euro und einen Mindesttarif Ost von 6,89 Euro. Ich sage Ihnen ganz klar, 20 Jahre nach Herstellung der deutschen Einheit ist es ein Skandal, einen geringeren Mindesttarif Ost als West zu vereinbaren. Ich sage das ganz deutlich, das sage ich auch den Gewerkschaften. Nun haben die Gewerkschaften allerdings auch was Positives erreicht. Sie haben nämlich in manchen Konzernbereichen durchgesetzt, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit auch bei Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern zu bezahlen ist. Aber das sind doch nur Ausnahmen. In der Regel passiert das nicht. Und nun erleben wir einen Streit zwischen Union und FDP. Das finde ich ja auch ganz interessant. Also die Union schlägt vor, im Entsendegesetz zu regeln einen Mindesttarif. Und zwar den von mir gerade gesagten und ausgehandelten. Das löst das Problem überhaupt nicht. Weil es nämlich nicht bedeutet, dass der Ingenieur, der als Leiharbeiter in einem Unternehmen tätig ist, den gleichen Lohn bekommt wie ein anderer Ingenieur, der dort die gleiche Arbeit macht, sondern sie haben ja dann nur einen Mindesttarif für die Leiharbeitsfirmen. Deshalb ist das keine wirkliche Lösung. Die FDP, auch in meinem Alter muss ich sagen, man höre und staune, schlägt doch ernsthaft vor, gleicher Lohn wie den auch derjenige bekommt, der die gleiche Arbeit in dem Unternehmen macht. Ich war völlig von den Socken. Nur dann sagen Sie, ja Moment, Moment, dann sagen Sie, aber erst nach einer bestimmten Frist. Und die nennen Sie natürlich noch nicht. Und Sie wissen natürlich, dass über die Hälfte weniger als 3 Monate tätig ist. Und dann ahne ich, dass Sie irgendwie auf 3 oder 4 Monate kommen. Sagen Sie doch einfach unbefristet. Dann wäre es ein wirklich guter Vorschlag. Sagen Sie unbefristet. Also, solange es Leiharbeit gibt, fordern wir 7 Dinge. Erstens, gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit ohne Ausnahme vom ersten Arbeitstag an. Zweitens,
Zusätzlich soll an Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter wie in Frankreich eine Flexibilitätsprämie von 10% gezahlt werden, denn sie sind ja immer nur befristet tätig und haben dann wieder stärkere Lohneinbußen. Und außerdem kann man damit durchsetzen, dass die Unternehmen, weil nämlich die Leiharbeiterin oder der Leiharbeiter für ein Unternehmen teurer ist, es wirklich nur in Ausnahmesituationen machen und nicht nutzen können, um die Stammbelegschaft im Lohn zu drücken, was wir gegenwärtig erleben. Drittens wollen wir, dass die Leiharbeit befristet wird auf 3 Monate. Und wenn eine Firma eine Leiharbeiterin oder einen Leiharbeiter länger beschäftigt, dann muss er unbefristet eingestellt werden oder sie. Viertens wollen wir eine Wiedereinführung des Synchronisationsverbotes. Damit wird verhindert, dass Leiharbeitskräfte nur für die Dauer eines Einsatzes bei der Leiharbeitsfirma beschäftigt werden können, sondern wenn es schon eine Leiharbeitsfirma gibt, dann muss sie die Leute unbefristet einstellen. Viertens wollen wir, dass die Betriebs- und Personalräte im Entleihbetrieb über ein zwingendes Mitbestimmungsrecht bei der Einsetzung von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern verfügen. Sechstens, jetzt alles ganz wichtig, so ein kleines Detail, aber ganz wichtig, wollen wir, dass die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in einem Unternehmen, die dort tätig sind, ein aktives Wahlrecht haben für den Betriebsrat. Und sie müssen nämlich auch mitgezählt werden für das Unternehmen. Ich sage Ihnen auch warum. Weil von der Zahl der Beschäftigten die Größe des Betriebsrates abhängt. Und wenn ein Unternehmen dazu übergeht, 10% der Leute aus Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern zu beschäftigen, haben sie gleich einen kleineren Betriebsrat, weil die nicht mitzählen. Das muss aufhören. Auch Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter müssen mitzählen. Und siebtens wollen wir zum 1. Mai einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland, der spätestens im Jahre 2013 sich so entwickelt haben muss, dass er bei 10 Euro brutto die Stunde liegt. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil wir die Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen. Hören Sie mal zu als Liberale. Wenn Sie dafür sorgen, dass Unternehmen aus anderen Ländern hier zu sündhaften Billiglohn tätig werden, nehmen Sie unseren Menschen die Arbeitsplätze auf eine unmoralische Art und Weise und erzeugen eine Voraussetzung für Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Wer das nicht will, muss hier eine andere Lösung anstreben. Es wird höchste Zeit. Und da sind wir alle in einer gemeinsamen Verantwortung. Wirklich. Und deshalb noch etwas zur SPD. Alle Forderungen, die Sie heute stellen, sind völlig berechtigt, wobei ich mir gewünscht hätte, dass Sie die unbefristete Einstellung nicht erst nach einem Jahr, sondern schon nach 3 Monaten fordern und dass Sie den gleichen Lohn nicht nach einem Monat, sondern auch Herr gleich Kollege fordern. Aber Gysi, davon abgesehen, mein Sie haben Ihre Zeit weit überzogen. Oh, ja. Das ist sehr tragisch, aber auch notwendig gewesen. Und deshalb sage ich Ihnen, das Einzige ist, Sie hätten zugeben müssen, dass Sie den ganzen Mist beschlossen haben. Wir brauchten Ihren Antrag heute gar nicht, wenn Sie es nicht eingeführt hätten. Aber immerhin, schade darf ich es finden. Aber jetzt lassen Sie es uns versuchen, gemeinsam zu überwinden. Dankeschön.